Hallo alle zusammen, meine lieben Studentinnen und Studenten. Heute werden wir mit der Lektion 9 beginnen. 各位同学大家好，欢迎大家来到本期的德语课堂。在这节课上呢，我们将开始第九单元的学习。接下来就进入我们今天的正题。Was ist am Wochenende passiert? 周末发生了什么事？大家看到98页上面，这里有许多的图。Bitte beantworten Sie die Fragen. 现在在德语课上，老师尽量的说德语，不知道大家能不能听懂这句话。这句话的意思就是，请您回答这些问题。Sprechen Sie über die Bilder. Über etwas sprechen, 我们也学过了，对吧？谈谈这些图片，那么请您谈一谈这些图片。Was haben Sie gesehen? Was haben Sie gesehen? Gesehen 是动词 sehen 的第二分词 haben 做助动词您看到了什么我们来看第一幅图 Bild A 那么这里给大家的短语是 einen Deutschkurs besuchen 或者我们说 einen Deutschkurs machen 这个短语的意思就是上德语课大家想想用这个短语怎么来描述这幅图呢好相信大家肯定也会了我们这里把答案告诉大家答案是多样化的大家可以参考一下 Sie besuchen einen Deutschkurs Sie besuchen einen Deutschkurs 或者说 Sie machen einen Deutschkurs Sie machen einen Deutschkurs 现在给大家提出一个比较高的要求就是希望大家把前面刚讲的两个句子变成现在完成时来复习一下我们在第八单元当中学到的内容。好了相信大家已经做完了那么我们来看一下都做对了吗第一个句子应该说 Sie haben einen Deutschkurs besucht. Sie haben einen Deutschkurs besucht.第二个句子我们可以说 Sie haben einen Deutschkurs gemacht. Sie haben einen Deutschkurs gemacht. 那么这两个句子呢我们可以强调一下啊 Besucht, 动词原形 besuchen, 它在构成第二分词的时候呢是不需要加这个非重读的不可分前缀 g, 直接用它的自己的 b 就可以了所以是 besucht.而 machen 动词原形它变成第二分词的话呢要加非重读不可分前缀 gemacht 接下来再给大家一个短语 über das Wochenende sprechen 我们刚刚在题目已经讲了啊 sprechen über 谈论什么那么这里是聊一聊周末给大家提问 Was macht der verletzte Kursteilnehmer?Was macht der verletzte Kursteilnehmer? Der verletzte Kursteilnehmer, 这位受了伤的男学员。Der Kursteilnehmer, 男学员这个词啊。我在一开始给大家上德语课的时候就说 Liebe Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen, 意思就是亲爱的各位学员们。大家现在知道了这个词。我们要同学表达的是他在跟他的德语老师聊这个周末。大家想一想这句话应该怎么说。要考虑到的因素提醒大家注意。与谁谈话我们用介词 meet, 要考虑的是 meet 后面加第几格。他的德语老师你先要知道怎么说。最后不要忘了动词聊 sprechen über, 它的架构 über 后面加第四格。大家来试一下吧。那么这道题的答案就是 Er spricht mit seinem Deutschlehrer über das Wochenende. Er spricht mit seinem Deutschlehrer über das Wochenende. 在做题的时候就提醒大家注意的是先要注意 sein Deutschlehrer, 他的德语老师 mit 后面加第三格所以 sein 要加词尾 am seinem Deutschlehrer 是阳性的。über 后面加第四格 das Wochenende 它是第四格 über das Wochenende sprechen 这个动词它在第三人称单数变位的时候变成 spricht 不规则
它的第二分词呢也是不规则的，叫 gesprochen, gesprochen。那么我们把刚才的这个句子 Er spricht mit seinem Deutschlehrer über das Wochenende 变成现在完成时，把 das Wochenende 变成上个周末，上个周末又可以说 letztes Wochenende, letztes Wochenende。 好，大家来试一下。那么答案就是 Er hat mit seinem Deutschlehrer über letztes Wochenende gesprochen。Er hat mit seinem Deutschlehrer über letztes Wochenende gesprochen. 这个语速都比较慢啊，我读快一点。正常语速应该是 Er hat mit seinem Deutschlehrer über letztes Wochenende gesprochen. 大家可以参照两种语速啊，自己达到了什么程度，有一个对比。好，我们再来看 Bild B 提供的短语是 Musik machen。那我们可以说弹奏音乐。再给大家一个名词叫 Der Musiker。Die Musiker 音乐家。好，想想这个句子怎么来描述这幅图。我们给出的参考答案呢，就是 Die zwei Musiker machen Musik。Die zwei Musiker machen Musik。这两个音乐家正在弹奏音乐。那么我们把这个句子变成一个现在完成时，请大家试一下。这两个音乐家已经弹奏音乐了。这句话我们就应该说 Die zwei Musiker haben schon Musik gemacht. Die zwei Musiker haben schon Musik gemacht. Schon 已经啊，大家要注意。那么大牛再问大家 Sind Sie in einem Konzert? Sind Sie in einem Konzert? 这句话的意思就是他们在一场音乐会上吗？请大家做肯定回答。那么答案就是 Ja, Sie sind in einem Konzert.Ja, sie sind in einem Konzert. 那么 sind 是动词 sein 它的变位。大家还记得 sein 它的过去时吗？叫 waren, 对吧？好，请大家把这个句子变成过去时。那么答案就是 Sie waren in einem Konzert. Sie waren in einem Konzert.过去时在这里表述的就是他们曾经在一场音乐会上已经过去了啊。我们再来看 Bild C. Das ist ein Krankenwagen. Siehst du ihn? 大家知道这句话的意思吗？那么它的意思是这是一辆救护车，你看到它了吗？ Der Krankenwagen, die Krankenwagen, 救护车。这个词是由两部分构成的。Der Krankenwagen 首先是由 krank 病的不健康的形容词啊转变为名词，再加上 der Wagen 构成了 Krankenwagen 这个词。那么请大家针对这个提问 Siehst du ihn 用完成时来做肯定回答。是的，我看见他了。好，那么这个问题我们就应该说 Ja, ich habe ihn gesehen.Ich habe ihn gesehen. 这个 in 就是指代的 der Krankenhauswagen. 如果你要把这个名词表述出来，那又该怎么说呢？那么答案就是 Ja, ich habe den Krankenhauswagen gesehen. Ja, ich habe den Krankenhauswagen gesehen. 好，我们再来看下一幅图 Bild D. 那么描述的是Hier sind viele Kinder. Was machen Sie? 这句话大家听懂了吗？这里有很多的孩子，他们在做什么？请大家用德语表达出这个句子。他们和他们的爸爸玩。那么这句话应该怎么表达呢？我们给大家的词是 Der Vater, die Väter. 重点在和这个词的表达上面，用 mit。那么 mit 加第三格。既然是父亲们，要注意复数有什么样的变化，以及物主代词修饰名词的时候，它的词尾又该是怎么样的呢？好，给大家讲了这么多，相信大家已经考虑进去了。我们来公布一下答案。那么答案就是 Sie spielen mit ihren Vätern. Sie spielen mit ihren Vätern. 首先，复数我们要在第三格的时候呢，词尾加上 n， Väter 是复数 Vätern。加上 n， 物主代词修饰名词 ihr 变成 ihren 词尾 an 在第三格的时候。
好，请大家把刚才的这个句子变成现在完成时。大家做完以后，我们来看一下，答案应该是 Sie haben mit ihren Vätern gespielt. Sie haben mit ihren Vätern gespielt. 我们再来看 Bild E. 我来问 Ist das eine Familie? Ist das eine Familie? 这是一个家庭吗？请大家做肯定回答。答案就是 Ja, das ist eine Familie. 那么我再问大家 Was macht die Familie hier? Was macht die Familie hier? 这个家庭在这里做什么呢？请大家用短语 einen Ausflug machen. Einen Ausflug machen, 郊游来回答这个句子。好，这个句子应该不难啊。那么答案就是 Sie macht hier einen Ausflug.Sie macht hier einen Ausflug. 他们在这里郊游。那么请大家把这个句子变成现在完成时。应该怎么说呢？就是 Sie hat hier einen Ausflug gemacht. Sie hat hier einen Ausflug gemacht. 注意 Familie 这个词虽然说的是很多的人，但是在德语里边它的逻辑性很强。这是个单数，不是含摄的是多少人。所以我们只用它的单数 the hat 就可以了。那么我们再来看最后一幅图 Bild F。 那么我用德语说 Es gibt hier viele Leute. Sie feiern den Kindertag. Viele Eltern bringen etwas mit. Es gibt hier viele Leute. Sie feiern den Kindertag. Viele Eltern bringen etwas mit. 好，大家听懂这句话的意思了吗？答案就是这里有许多人，他们在庆祝儿童节，很多父母都带了。那么请大家把这个句子直接用现在完成时来替代。这里就要考察同学们对于动词的掌握啊，特别是二分词。大家做出来了吗？那么我们来看第一个句子，我们就应该说 Es hat hier viele Leute gegeben。Es hat hier viele Leute gegeben. 在第一个句子里边，我们在现在完成时的时候，首先 es 是它的主语，对吧？所以动词变位就是 hat. Viele Leute 作为 es gibt 的第四个不变，而 gibt 它动词原形是 geben， 要变成 gegeben. 第二个句子我们怎么表达呢？好， feiern 它的二分词是 gefeiert。所以我们这里要把句子说成 Sie haben den Kindertag gefeiert. Sie haben den Kindertag gefeiert. 最后一个动词 mitbringen， 它是一个可分动词。大家注意 bringen 这个动词，它虽然是现在时变位是规则的，但是在完成时的时候它要说成 gebracht。 所以 mitbringen 我们保持可分前缀 mit 再加上 bringen 的第二分词，我们就说成 mitgebracht, mitgebracht. 最后一个句子我们的表达是 Viele Eltern haben etwas mitgebracht. Viele Eltern haben etwas mitgebracht. 好了，以上呢就是我们对这几幅图的描述。那完了以后呢，我们来看第一题 Das Wochenende, das Wochenende, die Wochenenden. Welche Wörter passen zu den Bildern?哪些词与这些图片匹配？我们看第一个词是 der Unfall， der Unfall， die Unfälle， die Unfälle， 事故。第二个词 das Schulfest， das Schulfest， die Schulfeste， die Schulfeste， 学校的节日。这个词是由两个词构成的。Das Schulfest 是由 die Schule 学校加上 das Fest 节日构成。下面一个词 der Sport 运动，这个词用单数 Sport treiben 做运动，或者我们说 Sport machen。 大家练习这个句子，他喜欢做运动，我们怎么表达呢？那么就是 Er treibt gern Sport， treibt gern Sport。Gern 作为一个副词修饰 treiben 啊，那或者你把 treiben 换 machen 也是可以的。
下一个词 ,der Kindergarten, die Kindergarten, 幼儿园啊，这个词我们学过了。der Ausflug, die Ausflüge, 郊游，刚才我们在文中也提到了。下一个 ,der Geburtstag, die Geburtstage, 生日。下一个词 ,die Musik, 注意重音上面音乐啊，弹奏音乐我们说 Musik machen, 那听音乐怎么说呢？Musik hören。 好了，给大家讲解的这些词，大家来做一下第一题，看一下哪些图片与这些词搭配起来。好，相信大家做完了，我们把答案公布一下。以上呢就是这节课的内容，这节课呢描述了这些图片，希望大家也学到一些句子啊，把单词再巩固一下，特别是我们学到的动词的第二分词。我们所接触的第二分词都是用 haben 做助动词的，下节课将给大家讲到的是用 sein 做助动词。我们下节课再见， Auf Wiedersehen!